Das ist eine langsame Hypertube. Und das ist eine schnelle Hypertube. Moin moin Leute, mein Name ist Lexus und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr eure Hypertube auftunen könnt. Ihr seht dort unten auf dem Boden schon vorbereitet eine Hypertube-Schnecke und diese Hypertube-Schnecke bauen wir jetzt nochmal nach. Die bauen wir hier auf die rechte Seite so, dass die anknüpft an meiner ganz normalen Hypertube, die ihr vorher schon im Video sehen konntet. Und dann schauen wir mal, dass wir das Speed-Level von dieser Hypertube um einiges erhöhen. Als erstes werden wir die ersten beiden Eingänge platzieren. Da hinten habe ich meine Hypertube, das heißt, ich werde das Ganze hierhin ausrichten. Und zwar einmal hierhin und einmal müssen wir das Ganze versetzen. Hierhin. So. Dann setzen wir hier direkt die ersten Eingänge. Und wichtig ist bei diesem ersten Kreis oder bei dem inneren Kreis ist, dass ihr das Ganze hier um einen Eingang versetzt lasst. Das wird beim äußeren Kreis nicht der Fall sein. Da wird das enger sein. Aber hier bei dem inneren Kreis muss das einmal so versetzt sein. So, als nächstes kommen wieder Stützen. Zack. Die setzen wir auf jeden Fall so eng wie möglich. Und dann kommt der erste Kreis auf jeden Fall. Und da den versuchen wir auf jeden Fall so rund wie möglich hinzubekommen. Ja. Wenn das Spiel mich lassen würde. Aber nein, lässt es mich natürlich nicht. Zur Hilfe könnt ihr da nochmal benutzen. Nochmal eine Stütze, dass die auf der gleichen Höhe sitzt. Man müsste eigentlich, oder? Nicht. Nehmt diese so lange einfach mal weg. Dann setzt ihr hier auf gleicher Höhe nochmal eine Stütze. Und dann setzt ihr euren Kreis. Ah, haben wir einen Kreis hingekommen. Sollte passen. Das gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite. Nehmt die Stütze nochmal so lange weg. Setzt hier eine neue Stütze. Verbindet das Ganze. Und dann entfernt ihr die beiden Stützen. Und setzt einfach eine näher dran. Erweitert die Hypertube. Und dann passt. Na komm. Danach nehmt ihr die Stützen komplett wieder weg. Denn ab und zu kann man da leider dran hängen bleiben. Als nächstes setzen wir hier noch einen MK2 Strommast. Dass wir auf jeden Fall genügend Energie haben für die nächsten Anschlüsse. Testen wir mal eben, ob es funktioniert. Wunderbar, es läuft sogar sehr, sehr rund. Also wirklich sehr, sehr gut. Dann kommen die nächsten Stützen. Einmal um ein Feld versetzt und ein Feld nach links. Dann kommt der nächste Eingang und wichtig ist jetzt hier, dass hier wesentlich weniger Platz ist. Ne? Also im Gegensatz zu dem anderen Eingang. Genau das gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite. Und jetzt setzen wir unseren Kreis. Und hier gehen wir jetzt anders vor. Und zwar müssen wir hier vorne schon die Stützen hinsetzen. Aber eins weiter links. So. Wir müssen jetzt ein bisschen mehr Laufband bekommen. Also ein bisschen mehr Band. Dass das Ganze ein bisschen länger, ja, laufen kann einfach. So kriegt man dann halt hinterher auch die Geschwindigkeit auf, die wir haben wollen. Jetzt können wir auf gleicher Höhe wie hinten der Eingang, also genau diese Seite, können wir die Stütze hinpacken. So dass sie genau vor dem Eingang ist. Ja, genau.
Jetzt setzen wir die zweite Stütze für den Kreis. Mal gucken, ob das passt. Ja, das passt. Und jetzt ziehen wir den Durchgang. Haben wir hier dran. Und dann wieder hier dran. Sollte jetzt eigentlich genau identisch sein. Ja, das sieht gut aus. Die Stützen kommen wieder weg. Hier die Stütze auch. Und jetzt müssen wir das Ganze hier auch noch machen. Müsste passen. So. Und hier in dem Fall auch wieder die Stütze genau auf derselben Höhe wie der Eingang auf der anderen Seite. Gerade Weg zu. Jetzt gucken wir mal von oben. Ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Und da haben wir jetzt noch die drei Stützen, die müssen wieder weg. Genau. Wir sind fast fertig. Also wir haben einen inneren Kreis, wir haben einen äußeren Kreis. Was wir jetzt noch brauchen, ist der Anschluss zur eigentlichen Hypertube. Der kommt hier vorne hin. Und da ist ganz wichtig, Leute. Und zwar müsst ihr den ein bisschen weiter versetzen. Nicht nur um ein Feld, sondern um zwei Felder. Denn ihr habt eine so hohe Geschwindigkeit drauf, dass die Schwerkraft euch nach außen hin wegdrückt. Und dementsprechend braucht ihr ein bisschen Spielraum. So. Können wir die Hypertube schon mal verbinden. Die ist schon mal verbunden. Drüben können wir noch Strom hier draufsetzen. So. Aber wir brauchen jetzt hier noch einen dritten Weg hintenrum, der nämlich das Ganze dann in die Hypertube führt, sobald ihr die Geschwindigkeit drauf habt. Hier wieder ganz normal, wie eben auch. Oben eins versetzen. Eingang davor. Immer wieder eine Kurve. So. Das Ganze jetzt genau auf die Außenkanten der Fundamente. Und hier ist jetzt wichtig, die Stütze genau neben dem zweiten, neben der zweiten Hypertube zu setzen. Dass das ungefähr mittig auf beide zeigt, nämlich rechts und links. So, jetzt können wir das Ganze miteinander verbinden. Eben drüber gucken. Ja, das gefällt mir, das sieht gut aus. Müsste an sich jetzt auf jeden Fall sehr gut funktionieren. Wir werden es sehen. Wir probieren das Ganze jetzt aus. Wir nehmen auf jeden Fall sehr gut Geschwindigkeit auf. Und wie ihr seht, das Ding, das geht ab wie Schmidts Katze. Sauber. Und schießt mich sogar so weit darüber hinaus. So, das war's an dieser Stelle. Ein kurzes Tutorial zur Hypertube, wie man das Ganze ein bisschen aufpimpen kann. Wichtig hier noch als Hinweis, macht hier keine 90 Grad Winkel direkt am Ende oder am Anfang der Hypertube. Versucht die Geschwindigkeit mitzunehmen auf die komplette Hypertube hin. Benutzt sehr viele Rundungen. Ihr könnt über die R-Taste auch die Baumenüs ändern, wenn ihr die Hypertube setzt, um das Ganze eben runder hinzubekommen. Ist gar kein Problem. Eine kleine Challenge am Ende. Ich habe hier mit der linken Hypertube, die nochmal wesentlich kleiner ist, die enger gebaut ist,
mich 90 Grad nach oben geschossen und habe für circa eine Minute ungefähr nur blauen Himmel gesehen. Unter mir gar nichts mehr, nicht mal den Weltenlift konnte ich sehen. Vielleicht kriegt er das ja auch hin und wenn er das länger hinbekommt, dann haut mir das gerne in die Kommentare. Wird mich auf jeden Fall interessieren. Und die zweite Challenge, was ich noch nicht persönlich hinbekommen habe, aber zumindest in groben, mich von der einen Kartenseite zur anderen Kartenseite zu schießen. Die Hälfte habe ich ungefähr gepackt. Ja, weiter darüber hinaus bin ich noch nicht gekommen. Vielleicht kriegt ihr das ja hin. Wer weiß. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen. Daumen nach oben, abonnieren, Glocke aktivieren. Verpasst nicht die nächsten Videos, die nächsten Tutorials. Wenn ihr Vorschläge habt oder Wünsche für neue Tutorials, haut mir das gerne in die Kommentare. Gar kein Problem. Dann schauen wir uns das an und gucken, ob wir das hinkriegen. Ansonsten wünsche ich allen noch einen schönen Tag. Viel Spaß bei dieser Hypertube und haut rein. Ciao, ciao.